Das Thema Digitalisierung ist immanent wichtig für das Thema ESG. Wir sprechen ja über Reporting, über Berichterstattung von Umwelt, Sozial und Governance. Und das muss auf Daten basieren. Das sehen wir auch im Finanzsektor, zum Beispiel die Banken, die eben danach fragen, wie seid ihr aufgestellt in dem Bereich I, S und G. Und wir müssen die Daten sammeln, wir müssen sie verwalten, wir müssen sie auswerten und das geht nur digital. Wir sehen ja, wenn das irgendwie in Aktenordnern oder in Excel-Tabellen liegt, keine Chance, das zumindest flächendeckend umzusetzen. Deshalb bin ich überzeugt, dass das eigentlich nur mit der Digitalisierung geht und da muss die Branche auch noch ein bisschen aufholen, sowohl im Neubau, aber auch vor allem im Bestand. Wir haben da große Lücken, was die Dokumentation angeht und wir mit Madasta, aber auch mit unserem Netzwerk machen uns daran, wie kriegen wir eigentlich diese Informationen jetzt recht schnell auch zusammen, weil wir können da nicht warten, bis irgendwie in 10, in 15 Jahren alles nochmal neu und umgebaut wurde. Und da müssen auch smarte Lösungen, vielleicht auch eine KI oder etwas in die Richtung helfen, wie wir solche Bestände, große Bestände der großen Investoren, der Bestandshalter, wie wir die aufnehmen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir es nicht schaffen, das ganze Thema Umwelt in den Griff zu bekommen, wenn wir keine Daten haben. Deshalb gilt es jetzt loszulegen und da vielleicht auch einen oder anderen Euro in die Hand zu nehmen, weil sonst wird man in Zukunft die Probleme haben und dort dann die Marge liegen lassen.